Arthur, du kannst es nicht. Es ist nicht lustig! Gut, meine Freunde, heute habe ich ein Video für euch, was ihr euch gewünscht habt. Ihr habt einen Kommentar geschrieben, Sel, wie wär's, wenn du eigentlich Ex-Zimmer komplett leer bist? Ich war so, okay, gut. Das machen wir heute, Leute. Wir werden ihr Zimmer komplett leer räumen. Das heißt auch keine Möbel, kein Dreck, keine Kleidung, was auch immer ein Ex-Zimmer ist, Leute. Alles kommt raus. Und Egg wird dermaßen schockiert sein, Leute. Ihr Zimmer ist halt nie leer, geschweige denn aufgeräumt. Und ich meine, wir räumen ja auf. In irgendeiner Art und Weise. Also ich glaube, Egg wird schockiert sein, vielleicht ein bisschen sauer. Vielleicht wird sie aber auch glücklich sein, Leute. Keiner weiß, wir finden uns heraus. Aber jetzt erstmal muss Egg raus. Leute, seit einer Woche höre ich eine Frau, die ganze Zeit schreit, hallo. Hallo, Egg. Siehst du das? Jetzt ziehe ich Egg ihren Mantel an. Ich muss auf die Toilette. Hey, für was bekomme ich 20 Euro? McDonald's! Ein Double Cheeseburger. Hey, ich bekomme 20 Euro, um für euch Essen zu holen. Für dich auch, Egg. Warum? Warum gönnt ihr? Also Inga möchte einen Double Cheeseburger, Cheese Double, und ich möchte einen Cheeseburger, Chickenburger und kleine Pommes. Geht das fit? Und für dich kannst du auch was suchen. Ja, für einen Euro oder was, was mir noch übrig bleibt. Da bleiben noch 10 Euro übrig, kannst du Mathe. Nein! Egg, warte, ich muss wissen, was du essen möchtest, weil nicht, dass du aus unserem Budget rausgehst. Bei dir kennt man die Bremse nicht. Oder ein Menü voll. Ja, klar, Egg. Ich sag doch, Leute, Egg ist nicht zu bremsen. Ja. Fun Fact, Leute, Egg hat gestern aufgeräumt. Mein Zimmer wird nicht aufgeräumt. Also wenn das aufgeräumt ist, dann kriegt ihr 10 Euro von mir, ganz ehrlich, Leute. Also Leute, Egg ist auf dem Weg zu McDonald's. Das heißt, sie kauft für uns Essen und in der Zeit räumen wir das Zimmer komplett leer. Also ich glaube, wenn sie das wüsste, Leute, dann würde sie ganz sicher nicht zu McDonald's sehen. Wir sehen uns auch gleich wieder, wenn dieses Zimmer komplett leer ist. Bis gleich. Also Leute, ihr seht, ihr Zimmer ist komplett leer. Ihr hört das auch. Hier ist nichts mehr. Nichts außer unsere Lampen, aber die müssen hier sein. Kurz für euch, Leute. Den Schrank konnten wir nicht entfernen. Er ist oben an der Wand festgeschraubt und wiegt 1000 Kilo fast. Das war eine Lüge, ich weiß nicht, wie viel er wiegt. Aber er ist sehr schwer, das kann ich euch versprechen. Aber alles andere im Ex-Zimmer ist einfach weg. Später nach diesem Video darf ich erstmal mein Zimmer desinfizieren, Leute, weil hier ist alles voll mit Ex-Zeugs. Und ich will nur kurz sagen, das fühlt sich so komisch an, dass es hier nicht schallt, gell? Mein Ohr hat sich gerade richtig an den Schall gewöhnt. Es ist jetzt eine Sekunde, es ist... Oh, Max, darf man nicht mehr vergessen. Es ist 10.56 Uhr, das heißt, Max öffnet in 4 Minuten. Dann gönnt Egg uns Essen, Leute. Und derzeit, Alter, haben wir Zimmer leer geräumt. Wie krass ist das denn, Leute? Stell dir mal vor, ihr geht, Maggie's Archie kommt zurück und eure Geschwister haben euer Zimmer weggemacht. Oh mein Gott, Leute, wir haben voll vergessen. Wir machen jetzt in ihr Zimmer Stroh rein. Mit der Begründung, dass ihre Ratte, also Fifi, da jetzt wohnen wird. Sie wird langsam erwachsen, Leute. Versteht ihr? Sie braucht ihren Platz. Ich hole jetzt Stroh aus dem Keller und dann geht's los. Egg ist jetzt bei Maggie's, Leute, und sie kauft jetzt Essen für uns. Sie war 45 Minuten zu früh dran, Leute. Maggie's öffnet erst um 11 und wir haben jetzt erst 11.12 Uhr. Das heißt, die war um 10.30 Uhr war die da, Alter. Dann hat die uns angerufen und so. Wir rufen die jetzt mal an und fragen, wie weit die mal ist, weil ich habe langsam Hunger bekommen. By the way, ich habe die so eingespeichert. Egg, Schulden. Passt sie ihr? Ja. Wo bist du? Maggie's. Noch immer? Mhm. Hä, wie lange brauchst du noch? Du hast mich ver... Hä? Du hast mich reingelegt. Bist du nicht Maggie's oder was? Du hast mich reingelegt. Egg, bist du Maggie's oder bist du nicht bei Maggie's? Ich gehe jetzt zu Maggie's. Du gehst jetzt erst zu Maggie's? Ja, ich war beim Spielplatz. Ich bin kurz... Dein Erdegg, warst du schon bei Maggie's? Nö, ich geh jetzt. Digga, Max hat da 10 Minuten schon offen, Alter, du gehst erst jetzt. Und du hast mich 40 Minuten lang stehen lassen vor Maggie's. Für uns. Ja, okay. Und irgendwann. Die ist seit 10.30 Uhr da und hat in meinem Park gechillt mit dem Foto, was sie uns gesendet hat. Wartet. Also wir machen jetzt ein Bett für Fifi, Leute. Mit dem Stroh hier. Eggs Bett war ja hier, das heißt, Fifis Bett kommt auch hierher. Weil Leute, Fifi wird langsam ein bisschen größer, die braucht ihren Platz. Das heißt, Egg muss raus, ganz einfach. Das ist perfekt,
Leute. Weil Fifi kann sich so im Sommer halt hier hinlegen in ihrem Bettchen und sich dann sonnen lassen. Weil hier kommt direkt der Sonnenstrahl auf ihr Fell, Leute. Das glänzt so schön. Für die, die nicht wissen, wer Fifi ist Ex-Ratte und die wohnt hier drin, Leute. Also, wir wissen nicht, wo sie ist. Sie hat ab und zu, sie macht ein paar Maustouren, Leute. Deshalb lassen wir den Schrank auch hier mit so einem kleinen Spalt offen, dass Fifi rauskommen kann, wenn sie möchte, Leute. Eck ist nicht komisch. Oh mein Gott, bist du? Also Leute, Fifi muss auch was erledigen. Das ist jetzt Fifis Klo, Leute. Sie war gerade mal auf dem Topf, jetzt ist sie zurück im Schrank. Wir lassen das jetzt irgendwie so. Ja, man denkt, du bist Fifi. Ich bin nicht Fifi. Ich würde gerne das komplette Zimmer damit voll machen, Leute, weil das fühlt sich so eklig an, Alter. Das ist alles in XXS für Fifi, Leute. Da habe ich jetzt erst ihr Klo, Leute. Das ist so klein alles. Ihr Klo mit ihrem Gemüt. Da haben wir eine Uhr, Leute, weil sie muss auch irgendwann mal aufstehen. Sie kann nicht immer hier liegen. Sie muss ja wissen, wann sie zurück in den Schrank muss. Da habe ich eine Pflanze fürs Dekoration, Leute, weil die andere Pflanze, die wir haben, war einfach zu groß für sie. Dann haben wir hier Fifis Essschüssel. Trinken holt sie sich meistens selber. Sie ernährt sich von Cola, Leute. Trinken ist hier nicht drin, essen auch nicht, weil sie holt es eigentlich immer aus Ex-Zimmer. So die Reste von der Pizza und die Rest-Cola, das gönnt sie sich immer. Warte mal kurz, Egg auch. Das hat sie schon angefressen, wie man sieht. Die ist ein bisschen verrückt manchmal nachts, spinnt die. Dann haben wir hier ein Bett, Leute. Das ist weich und kuschelig mit einem Kissen. Ja, das war's auch schon. Mehr braucht Fifi nicht. Und ihren Schrank, aber den kennt ihr ja alle schon. Der ist perfekt für sie, Leute. Die liebt den Schrank mehr als Ex selber. Oh mein Gott, Ex Bett ist auch wie ein Stroh, Leute. Da sind so ganz viele eklige Sachen drauf, Alter, dass sie sich anfühlt, als würde es auf einem Strohballen schlafen. Ex dauert mir zu lang, Alter. Die ist seit 40 Minuten jetzt bei Maggis. 40 Minuten, Alter, hat die Doppel-Cheeseburger fünfmal bestellt, oder was? Wo bist du? Ich komme in ein paar Sekunden. Ich bin gleich. Du klingst nicht so, als wärst du gleich hier. Hi. Ich bin da, ich habe euer Essen, Leute. Und zwar, ich warst 2 Stunden weg. Ich habe beim Park, ich habe TikToks gemacht, ich habe... Aber zeig uns bitte. Nein. Die waren hässlich, deswegen ich kann es nicht posten. Mein Burger habe ich auf dem Weg gegessen. Es waren Royalty S für €39. Er hat das Wichtigste vergessen. Wo sind die Pommes? Du hast mir nicht geschrieben, Pommel. Ja, ich war schwindelig. Vielleicht habe ich verlesen. Das sind 2x kleine Pommes. Wo? Oh, die ist 2 Stunden im Weg, Alter. Und kommt ohne Pommes nach Hause. Ja, wirklich. Lässt mich zum Mega vergönnt. Ja, sorry. Hoffentlich bist du auf dem Weg nicht irgendwie umgefallen. Bestimmt die jetzt selber gegessen, 100%, Alter. Nein, ich hatte keine Pommes. Ja, und Burger noch kalt, gell, eiskalt. Inge wollte ein Double Chicken Cheeseburger. Das ist doch Double Cheeseburger. Das ist Double Chili Cheeseburger. Also, weil da gab es keinen Double Cheeseburger. Ich weiß nicht, wenn du gerade für Apple möchtest. Ne? Ich habe es nicht gesehen auf der Liste. Leute, wirklich, Egg hatte. Du willst. Warte mal kurz. Du willst mir sagen, für das hast du über 15 Euro gezahlt? Ja. Kannst du mir anlügen, aber nicht uns, Alter. Hä? 1,50 Euro, 1,50 Euro. Ja, da kommt man auch gerade eben mal. Oh, ey, du bist eine. Digga, Leute, das kommt so traurig hier. Diese eine Sch. Wirklich, eine. Mach dein Bein weg, du brüstest mich gerade dermaßen. Sie hatte eine Aufgabe und alles falsch gemacht, was man machen konnte. Ich habe mir Mühe gegeben. Du hast dir Mühe, du hast alles falsch gemacht, außer den Chicken Burger. Mir trotzdem Mühe. Und noch essen komplett kalt, gell? Wir müssen noch irgendwo spazieren, Alter. Ja! Das ist jetzt nicht euer Ernst, Alter. Euer Ernst. Oh mein Gott, ich finde es nicht euer Ernst. Ich hatte gerade so Angst, gell? Dass ich einfach. Digga, sag jetzt! Digga, was? Warum habt ihr das drauf gemacht? Wo sind die Klappen? Nein! Was ist das da, Alter? Also, ich stelle dir das mal vor, okay? Das ist die Toilette von Fifi. Da hat man Durchfall gehabt. Hier ist Fifis Wecker. Fifis Pflanze von einem teuren Schatz. Das ist ein schlechter Schatz. Nein. Und hier ist Fifis Bett. Ich habe mein Zimmer vor 2 Monaten renoviert. Ja,
Du musst leider aussehen. Fifi zieht ein. Ja, yes. Digga, findest du es lustig oder was? Ah, und wir haben ein paar Sachen entsorgt. Alter. Was für Sachen? Was mein Bett? Es musste weg. Ich hatte so Eierflattern, Leute. Ich komme so um die Ecke, Alter. Und in der Ecke steht so eine Tür. Und ich wusste nicht, wo Inga ist. Also ich dachte, die hat es ohne Kamera gesehen, gell? Ja, aber du kannst. Nein, ich finde es lustig. Du kannst endlich aufräumen. Aber du kannst endlich aufräumen. Es ist nicht lustig. Mach das weg. Ich brauch das nicht. Man kann nicht zerstören, was schon zerstört ist. Leute, ich gehe nie wieder. Ich gehe nie wieder irgendwas holen. Ist mir egal, auch wenn die mir 100 Euro gibt. Ich gehe nie wieder irgendwas holen. Nie wieder. Mein Bett. Oh mein Gott, mein Bett ist mäßig. Es ist echt kaputt. Also Leute, ich muss sagen, Messeberaterin Stella ist schon öfters gedroht. Wenn sie jetzt immer nicht putzt, dann muss einfach alles raus. Das jetzt hier passiert. Mal schauen, ob sie putzt. Keiner weiß es, Leute. Aber ganz ehrlich, so sieht ihr Zimmer besser aus, als wenn ihre Möbel drin sind, sag ich euch ehrlich. Das ist der krasseste Prank, den ich jemals bekomme von dir. Nö, also ich fand der krass war Zimmertausch, sag ich euch ehrlich. Da habe ich auch kurz überlegt, ja, aber da bin ich so, Digga, nein. Mir ist eingefallen, Leute, ich übrigens nie wieder was für dich holen. Du gehst eine Woche lang weg. Ich nie wieder was für dich holen. Mir ist aufgefallen, Leute. Letztes Mal beim Zimmertausch, ich war ja auch kurz Döner holen, den mir auch 20 Euro gegeben. Ich vertraue dir keine 20er Scheine mehr. Ja, Digga, wie kommt man darauf? Oh, was? Ja. So fake, Leute. Was hast du gedacht, als du reingekommen bist? Dass ich bestimmt gewusst bin. Wo ist mein Spiegel? Ja. Ich wusste es. Und Beautyblender auch. Ja. Oh Gott. Was noch? Wo ist mein Bett? Oh Gott. Ich bin nämlich müde. Ey, und jetzt du musst ich alles tragen. Achso, Messeberaterin sagt, wenn du willst, wenn wir das wieder reinmachen und du nicht putzt, dann schmeißen wir dich raus. Leute, schreibt mal jetzt in die Kommentare. Denkt ihr, Egg putzt ihr Zimmer oder stopft einfach alles wieder rein in den Schrank? Wenn ihr denkt, sie putzt, schreibt Hashtag putzt in die Kommentare. Wenn ihr denkt, sie stopft, schreibt einfach Hashtag stopfen in die Kommentare. Leute, ich glaube wirklich, dass sie einfach alles reinstopfen wird in ihr Schrank. So kennen wir die liebe Egg, ja? Ich kann mir vorstellen, dass die diesen Heu in ihren Schrank packt. Ja, gell?